Sehr gut. Hallo, meine liebe Roden, wie geht es dir? Es geht mir wieder sehr gut, nachdem ich doch ziemlich tief gefallen bin, was mir eigentlich hätte gar nicht passieren dürfen. Aber sind ja alle Erfahrungswerte, die man sammelt, die im Leben vorgesehen sind. Und dass man dann wieder auf den richtigen Weg findet und dann auch drauf bleibt durch die Erfahrung, die man gesammelt hat. Ja, also man muss immer mal wieder, denke ich mal, so einen kleinen Rückschlag erleben, damit man das kommende, Guttunende gut zu schätzen weiß. Ja, und auch anderen helfen kann. Dann oder vielleicht auch vor, bewahren kann vor tiefem Fall oder so. Nicht? Oder ihm da raushelfen kann. Dann, ne? Also hat alles seinen Sinn im Leben, was man erlebt. Sehr schön. Wie hast du den Weg zum Ming gefunden? Im vorigen Jahr durch ein Informationsheft, durch eine ja, ziemlich ausführliche, ich glaube ein, zwei Seiten waren es, ausführlichen Bericht. Und ja, und meine innere Stimme hat mich einfach, meine Seele hat mich hergeführt. Er hat gesagt, ich soll hierher gehen, hier bin ich richtig. Hier kriege ich das. Wonach meine innere Stimme schon lange gerufen hat. Ja, also hier komme ich weiter, hier werde ich vorwärts gebracht. Also hier wird mir weiter geholfen, ja, einfach die Neugierde meiner Seele, meiner inneren Stimme, die hat mich hergeführt. Und dies Jahr, ja, habe ich mich schon sehr gefreut darauf, wieder hier zu sein, wenn ich jetzt nicht so tief wieder abgestürzt wäre, dann wäre ich einfach so hergekommen, einfach um einen guten Tag zu sagen. Na, und, aber ich bin soweit durch äußere Umstände, auch durch äußeres und inneres Chaos, ja, musste ich einfach her. Und dann spürst du diese Leichtigkeit wieder in dir, oder? Ja, ich bin jetzt wieder hochmotiviert und die ganzen Steine, die zu Hause im Weg liegen, alle so Schritt für Schritt dann auch abarbeiten, wegräumen. Ja, und diese Energielevel oder die Schwingung in dir ist sehr erhöht geworden, ne? Ist wieder, ja, wie mal war, also leicht, also wieder motiviert und alles schaffbar. Super. Ja, also einfach, wenn es klemmt, einfach hierher. Vielen, vielen Dank für deine ehrliche Meinung. Ja, gerne. Ist ja, ne, also ist so, wie es ist. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und alles Gute. Und du schaffst das in deinem Leben, weil du Schöpfer bist, ne? Und ja, also ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich einfach nur Tag sage, falls es nicht notwendig ist. Aber irgendwas ist immer. Dankeschön, lieber. Bitteschön, gerne.